Ja, hallo, und es kommen hier zu einem neuen Part Washington Commanders heute in der Coop Karriere Franchise, wo ich mit den Titans spiele als Gegner. Und die stehen 3-1. Das überrascht mich doch sehr, dass die 3-1 stehen. Wir schauen mal kurz in die Division. Das ist NFC auf jeden Fall. North auf jeden Fall nicht, das ist logisch. South nicht. East, West, warte mal, East müsste es sein. Jo, natürlich hier. Giants, Eagles. Eagles stehen 2-2, okay. Giants 2-2. Wow, okay, nicht so schlecht für die Division eigentlich. 3-1, Commanders und Cowboys. Kann man ja mal machen. Jo, wir haben sicher den Anspruch, gegen die Commanders zu gewinnen. Ja, zum Verhandeln, das muss ich endlich mal machen dann. Die Players upgraden, das können wir mal kurz machen. Und wir freuen uns, wenn Kyler Murray bald zurück ist. Er fehlt uns immer noch. Und dann gehen wir ins Season Game. Direkt rein. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit für die Aufnahme, aber das wird schon passen. Ich hoffe, Audioqualität passt. Schreibt gerne, ob es besser ist als die ersten drei Parts. Ich habe jetzt ein bisschen was umgestellt. Und ein sehr, sehr cooles Mikro in der Theorie. Carson Wentz. No problems for him last week. Going over 350 passing yards. Ja, 350 Passing Yards hatte der Carson Wentz. Ja, Commander ist immer so ein Team, auf das ich auch ein bisschen schaue, weil ich es sehr mag. Es war so das Team, als ich in die NFL kam, da kannte ich noch nicht mal alle Teams. Da fand ich die immer cool und so. Jo, cooles Logo, dann Robert Griffin III, cooler Quarterback damals. Kennen vielleicht einige noch. Der leider super Verletzungen, viele Verletzungen hatte. Ich weiß nicht, wurde der im gleichen Jahr wie Luck gedraftet? Ich bin nicht sicher. War Griffin the second overall und Andrew Luck the first overall? Wenn ja, das wäre ultra crazy, weil das halt beides krasse Quarterbacks waren, die halt unfassbar Verletzungen gebeutelt waren. Ich bin nicht 100% sicher. Aber es könnte hinkommen, dass Luck und Griffin III im gleichen Draft gedraftet wurden. Ja, Luck hatte sicherlich noch ein bisschen die längere Karriere auf Top-Niveau. Griffin war aber noch lange Free Agent und alles und noch, ich glaube, bei den Ravens und so noch. Also karrieretechnisch hatte er eine längere, aber verletzungstechnisch war er noch früher gebeutelt eigentlich als Andrew Luck. Der Colts Quarterback, nur für die, die Andrew Luck vielleicht nicht mehr kennen. Der für viele so ein bisschen ein What-If ist, der ein richtig krasser Quarterback war. Und Robert Griffin ist vielleicht das noch größere What-If, weil er halt noch weniger zeigen konnte. Außer in seiner Rookie-Season, da war glaube ich sogar im Pro Bowl. Aber dann kamen so schnell die Knieverletzungen insbesondere. Und er war ein sehr, sehr mobiler Quarterback und sehr, sehr traurig. Weil das wäre wahrscheinlich der Franchise Quarterback für die damals Redskins gewesen. Ja, und danach, keine Ahnung, Commanders wurden für mich nicht mehr so relevant. Aktuell, also, nee, aktuell, was heißt aktuell, aber mit, also, ich bin ja eigentlich Lions-Fan. Aber so ganz, wie gesagt, als ich noch nicht mal alle Teams und so kannte, da waren es, würde ich sagen, wenn ich ein Lieblingsteam hätte sagen müssen, so, als ich wirklich ganz neu in die NFL kam, da wären das wahrscheinlich die Redskins gewesen. Aber ja, mittlerweile mag ich sie nicht mehr so. Das hängt mit dem Besitzer, ich kenne ihn nicht mal richtig, aber was man da teilweise hört zusammen, das hängt mit Teilen des Coaching-Staffs zusammen, nicht mit dem Head Coach. Der ist okay, der war leider lange bei den Panthers. Mir fällt gerade sein Name nicht ein, aber lange bei den Panthers gewesen. Damals müsste auch eher Rivera, genau. Matt heißt er nicht, aber John Rivera auf jeden Fall. Rivera, NFL, mal auch anschauen. Rivera, NFL, dann kann ich es euch sagen. Ron, genau, Ron Rivera. Ich glaube, er war wirklich auch bei den Panthers Coach, müsste sein, als er, wie gesagt, Cam Newton noch in die
in den Super Bowl kam, da ich glaube 15 von 16 Regular Season Spielen gewonnen hatte. Guter Coach. Ja, wie gesagt, es gibt genug Gründe, dass man sie heutzutage nicht mehr wirklich mag. Auch die Geschichte eben, wie gesagt, mit dem einen Assistenzcoach da. Mit der Aussage über das Kapitol und so. Boah. Schon kritisch. Und dann halt auch sportliche Entscheidungen. Quarterback-technisch. Carson Wentz zu holen. Bin ich mal gespannt. Sie haben ja jetzt eigentlich drei mögliche Quarterbacks über die Saison gesehen. Also Starting Quarterback ist ganz klar Carson Wentz, aber dann Tyler Haneke, der letztjährige Starter, der auch was hat irgendwie. Und dann den Rookie, den sie haben, von dem weiß ich jetzt gerade den Namen echt nicht. Ich weiß nicht, Third Round, war ein Third Round Pick? Ich bin jetzt nicht 100%. Also ersten zwei Runden sicher nicht, weil in den ersten zwei Runden wurde ja nur Pickett zu den Steelers gedraftet als das Quarterback. In der dritten Runde gingen ein paar weg, unter anderem natürlich Malik Willis. Ja, Woods Route ist jetzt auch nicht so der Oberburner. Ja. Boah, 3 Yards, 4 Yards. Dritter und 6 ist ein bisschen viel, aber da rechnen sie vielleicht nicht unbedingt mit dem Laufspiel. Boah, jei, was ist denn das? Das ist jetzt so ein bisschen, ja, Field Goal ist aber auf jeden Fall machbar aus 40 Yards. Könnte reichen. Ja, gut. Das ist schön. Goes through the entire offense because when you're running the ball effectively, just about everyone's involved. It's not just the guy carrying the football, it's everyone blocking for him, both inside and on the perimeter. Immerhin mal eine 3-0 Führung, das ist nicht komplett verkehrt. Vegas gegen Kansas City. Cooles Duell, würde ich gerne schauen. Division Duell natürlich. Das wird richtig geil dieses Jahr. Also Kansas gegen Vegas, also die Division wird natürlich unfassbar krass. Natürlich auch mit den Broncos. Und mit den Chargers. Das ist eine sehr, sehr coole Division in der AFC. Sicherlich wahrscheinlich die geilste Division dieses Jahr überhaupt in der NFL, muss man sagen. Alle vier Teams haben sicher Ansprüche auf die Playoffs. Also das ist klar. Also die Chiefs sowieso auf den Super Bowl. Die Raiders, würde ich sagen, auf die Playoffs auf alle Fälle, nachdem sie letztes Jahr in den Playoffs waren und eher aufgerüstet haben. Und letztes Jahr auch immer riesen Chaos war im Team. Durch verschiedene Dinge. Gruden-Mails, dann auch durch Spieler, da auch crazy Zeugs mit dabei. Und Broncos, vielleicht nicht unbedingt so krass gewesen wie die letzten ein, zwei Jahre, aber die haben jetzt wieder einen Quarterback, an den sie glauben. Nachdem Peyton Manning weg war, waren sie lange auf der Suche. Und Drew Locke letztes Jahr war definitiv nicht die Lösung, aber du hast coole Receiver, Jerry Jeudy, du hast mit Russell Wilson jetzt einen sehr, sehr starken Quarterback. Generell eine solide Defense hast du eigentlich immer bei den Broncos. Also die haben sicherlich auch Playoff-Ansprüche und die Chargers logischerweise auch, die im letzten letzte Season dann noch vergeben haben, ganz, ganz knapp. Gegen die Raiders müsste das gewesen sein. 17. Also 18. Spieltag, 17. Spiel. Und der mit Justin Herbert
Ich hoffe, er heißt Justin. Ich bin da echt mit Vornamen in der NFL. Irgendwas mit J ist es. Justin? Doch, Justin Herbert. Hatte ich recht. Also es ist ein Team, wo sicherlich vier Teams, also alle vier Ansprüche haben, in die Playoffs zu kommen. Chargers müssen sicherlich noch nicht einen Super Bowl gewinnen. Broncos vielleicht nicht in der ersten Season mit Russell. Aber Russell wird auch nicht jünger. Also, aber auf jeden Fall die Chiefs. Und ja, vielleicht auch. Also ich glaube, alle haben so ein bisschen den Traum, ey, Super Bowl wäre möglich. Also vier Teams in der Division, das gibt's nicht oft. Ja, wir haben die Commanders gut gestoppt. Sicherlich ein bisschen anders als in unserer Division oder in der von den Commanders. Commanders Division. Jo, da hat sicher Philly Ansprüche dieses Jahr. Die haben nochmals gut aufgerüstet. Dallas logischerweise auch, aber die Giants und die Commanders sind sicherlich nicht so krasse. Wobei die, du kannst mir nicht sagen, dass die Commanders nicht in die Playoffs kommen wollen mit diesem Team. What the fuck war das? And oftentimes that first drive is just a feeling out process. You have some plays that you've got called and you want to see how defense reacts. It may not go terrific on the first one. Now they're ready to go. They've kind of got a look at them, got a sense. Let's see if they open things up a little bit. See if they open things up. Let's see what the defense does here too after a good stop. And he slips up past the gutes first down. And they've got a back that's both. We know that he's fast in the open field, but man, his first step is so quick too. It is something, isn't it? Because you think of that type of speed getting to the perimeter and turning upfield, but also when you run those inside runs, he can get into the secondary so fast the linebackers don't have a chance to react. Start the drive has him up near midfield here for first and 10. On first down, right back to Gibson. And he can only manage to get a couple. Second and 8 coming up. Well, any lane that might have been open there was closed pretty quickly. And that was because the defensive front, they won that battle at the point of attack at the line of scrimmage. They used great leverage, held their spot, and stacked him up. From just shy of midfield, Wentz. Oh, das war wichtig. Das war wichtig, Freunde. Ah, wenn wir sie jetzt stoppen, dann hätten wir noch schön Zeit für einen schönen Drive, oder? Das wäre doch cool. Weil wie gesagt, mit den Titans braucht es ein bisschen Zeit. Wenn wir da auch mit Henry spielen wollen und so, mit Laufspiel, da geht natürlich Zeit von der Uhr und das ist sehr schön. Hier der Sack. Gefällt mir. 3 Minuten haben wir noch ungefähr. Das ist gut. Wenn da nicht irgendein Trickspielzug kommt, aber nee, da guckt nichts Wildes. Oh, Alter, das ist ein mega krasser Punt. Ja, an die 4- oder 5-Yard-Linie. Ist stark. Ja, sagt's. Ja, wir versuchen mal hier mit einem Laufspiel ein bisschen Yards zu machen. Aber es geht nicht so viel hier mit Mark Henry. Alter, mit Henry. Ich will immer. Ja, was machen wir jetzt? Nochmal das Laufspiel. Derrick Henry natürlich. Ich will mal Mark Henry sagen von der WWE früher. Ich glaube nicht, dass sie jetzt hier mit einem Lauf rechnen, aber ach, das ist schwierig. Ah, jetzt haben wir ein bisschen Space. Aber wenn wir hier pumpen müssen, ey, das gefällt mir nicht. Gesicki.
Ich glaube, wir müssen auf dem. Coming up at halftime, we'll join Jonathan Coachman and the gang at Orlando. Coach will have stats and scores from the early games going on here. Gesicki, was hat er für Routen? Das hier ist eine schöne Route. Theoretisch. Vielleicht können wir auch mit Cam Newton laufen. Mal schauen, was sich hier ergibt. Nee, laufen nicht, aber hier, Pass. Sehr schön. Sehr schön. Fast an die 35 sogar. An die 34 auf jeden Fall. Das ist cool, das ist jetzt schön gewesen. Boah. Das war ein sehr, sehr dangerous throw, ja. Derrick Henry, komm. Zeit geht leider sehr, sehr schnell von der Uhr. Jetzt ist es wichtig, dass wir wirklich mal mit Henry hier einen First Down holen, aber so ganz geht's nicht. Das gibt's doch nicht. Timeout, Washington, okay. Ja, jetzt gehen wir, aber Vierter, den spielen wir aus. Wir werden laufen. Ja! Timeout. Now the offense going to use the first of their timeouts as they get the stoppage with a little over 50 seconds to go in the first half. Cooks und Henry, mal schauen. Now they look to pay it off on first down. It's hauled in by Brandon Cooks. Timeout. Now another timeout called for by the offense as they get the stoppage with just under 50 seconds remaining in half number one. Could we get a touchdown in this first half after all? It's first and 10. Here's Newton. Natürlich die Interception. Picked off by Jamin Davis. Und natürlich macht er 500 Yards. Weißt du, das ist auch logisch. Das ist logisch. An der Mittellinie können wir ihn stoppen, aber er macht noch 500 Yards. Alter, könnte ich... Ah, ich sag's nicht. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, Freunde. Ist okay, ist okay, ist okay. Ist lächerlich, aber ist okay. Ist okay. Ich sag nichts. Ich sag nichts, Freunde. Freunde, ist okay. Auch wenn's lächerlich ist. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Soll ich abbrechen? Soll ich einfach aufgeben? Soll ich aufgeben? Geht das? Ist es lächerlich oder nicht? Ist es nicht lächerlich? Ich weiß nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich überlege gerade echt, ob ich aufgeben soll. Das Spiel, geht das irgendwie? Weil wenn ich Quit mache, dann kann ich ja wieder rein, oder? Dann kann ich überhaupt aufgeben? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber finde ich lächerlich. Finde ich lächerlich. Finde ich lächerlich. Die Defense finde ich lächerlich. Finde ich einfach nur lächerlich. Finde ich nur lächerlich. Finde ich nur lächerlich. Ja. Toll. 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 Ja, toll kannst du kicken. Toll. Ja, natürlich. Nee, ich glaube, ich... Aber wenn ich jetzt alleine wäre... Es ist eine Koop-Saison. Das ist natürlich auch mies für Bernie, aber nee, ich habe da keinen Bock drauf. Es ist doch einfach lächerlich. Es ist lächerlich. Es ist lächerlich. 7-3 natürlich für Washington. Es ist so ein Witz. 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 Freunde.
Da habe ich keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, wir versuchen jetzt einen weiten Pass. Komm, lauf raus. Nein! Er hätte noch weiterlaufen können. Alter. Boah, jetzt sind wir fast in Field Goal Range. Ja, 50 Yards ist ein bisschen weit noch, aber wir probieren jetzt einen Pass. Ja, mach doch auch nochmals eine Interception vielleicht. Wir machen noch einen Pass. Beim dritten. Ja, es wird zeitlich eng, aber wir schauen mal, was geht. Timeout. Boah, jetzt ist halt mega die Scheißsituation. 4 Sekunden, wir haben kein Timeout mehr. Ein schneller Pass theoretisch, der 3 Sekunden geht maximal. Und dann könnte, also wenn er nicht ankommt, dann ja, ist halt schwierig, aber... Boah, es ist halt First and Goal, das ist halt das Bittere. Ich probiere es, ey. Ich probiere es. Ein Touchdown wäre wichtig jetzt. Gesicki. Vielleicht können wir mit Cam VP laufen. Ja, ja. Ich habe es extra mega schnell geworfen, damit wir noch dieses eine Ding haben fürs Field Goal. Und es hat genau gereicht, ey. Puh. Weil ich habe gesehen, boah, das ist keine geile Situation. Ja, ich hätte natürlich noch ein bisschen Zeit gehabt zum Warten, aber ich wollte dann, ja, ich probiere es, dass es vielleicht auch noch fürs Field Goal reicht. Sehr schön. Ja, das wäre jetzt echt auf Biegen und Brechen. 6-7 in die Pause. Ist okay. Okay, Brandon, thank you very much. More from you too in just a bit. But first, let's get everybody caught up with what's going on around the NFL here in week 5. We will begin up near the Florida-Georgia state line, an AFC South matchup, pitting Houston against Jacksonville. Führen gegen Jacksonville. As that one is just about to halftime. Adam message received here. No need to wait. Ja, okay. Skip halftime and get right back to the action. Here comes Throw medium. Defense. Okay, Coach, yeah, adjustments likely gonna play a big role in this third quarter. Ja, Washington direkt den Ballbesitz. Ist okay, jetzt ein Punkt hinten. Also wenn die jetzt einen Touchdown machen, könnten wir immer noch mit einem Touchdown mit Two-Point-Conversion antworten. Also, es ist ein enges Spiel. Ja, dieses Field Goal war nice jetzt noch am Ende. Wentz bringing the Commanders up for first and 10 at their own 25-yard line. Quick slant, Dotson. And he's upended at the 33, following a good pickup of 8. Nothing fancy on first down, but a very consistent type of a play. Hit that slant, a lot of people call it an extension of the running game, and it can be if that pass is completed, because you hit a guy on the run like that, you often can go for big. Ja, sehr schön. Dritter und 1. Boah, werden sie laufen? Theoretisch? Ja, aber... Ich weiß nicht. Oh, Alter, Carsten Wentz ist so nicht mobil eigentlich. Also ja, er ist nicht ein Brady, sagen wir es mal so. Er kann schon mal loslaufen, aber... Das war wichtig. Nicht direkt wieder ein First Down, dass sie da nicht direkt zu krass in den Flow kommen. Das Momentum ist halt wieder bei ihnen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, Freunde. Ey, wir haben 2 Field Goals. Die haben einen Score aus einer geschenkten Interception. Okay, aber das ist doch nicht, dass sie jetzt voll das Momentum doppelt. 2 von 3 haben sie. 2 von 3 Perks. Wir haben ihn nur als Auswärtsteam 2 mögliche Perks. Und wir haben halt 0.
Ich verstehe das nicht. Und dann machst du halt solche Runs und solche Drives und solche Pässe. Schwierig. Es wäre so wichtig, dass wir hier wirklich schauen, dass sie zumindest keinen Touchdown machen. Aber jeder Pass kommt dann eben an. Das Momentum, es wächst, ihr seht es. Es wird immer schwieriger. Es ist einfach nur bescheuert. Bernie gegen die Giants. Sein Lieblingsteam ja eigentlich, die Giants. Und von seinem Kumpel, glaube ich. Cousin oder Kumpel. Auf jeden Fall auch. Ja, Giants. Wird interessant dieses Jahr. Natürlich ist es ein kompletter Pass. Dritter und eins. Ey, jetzt bitte stoppen. Bitte stoppen. Er wird wieder passen. Hier ist nicht mal ein Running Back. What the fuck? Natürlich macht er einen First Down. Natürlich. First and Goal. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Und schaut euch an, wie die Zeit von der Uhr nehmen. Das ganze Quarter, jetzt dieser eine Drive, ein Quarter lang. Logan Thomas verletzt. Der Wide Receiver. Yes. Come on. Dritter und an der 4-Yards-Linie. Ja, jetzt wird ein Pass kommen, schätze ich. Es ist nur lächerlich. Es ist nur lächerlich. Es ist nur lächerlich. Momentum ist jetzt komplett bei ihm. Es ist ein One-Score-Game immer noch. Es ist ein... Under Review, ja, das war schon in Bounds. Ja, es war in Bounds. Head up. Receiver... Head Possession, ja, Ball war sicher und die Füße waren in Bounds. Im Feld. Man hat es nicht so mega, aber es muss eigentlich, ja, natürlich. So lächerlich. Momentum ist komplett bei ihnen, sie führen 8 Punkte. Ey, es ist ein Touchdown mit 2-Point-Conversion, aber Momentum ist bei ihnen... Das ist einfach nur ein Witz. Ein Witz. Es ist lustig. Es ist immerhin lustig. Das ist das Schöne. Es ist einfach nur lächerlich. Wir spielen besser. Oh ja, Freunde. Das ist verdient, sage ich euch. Yes. Geil. Ja, Momentum ist immer noch bei ihnen, natürlich. Warum auch nicht, Freunde? Warum auch nicht? Ja, jetzt versuchen wir natürlich Two-Point-Conversion, das ist klar. Yes! Come on, 14-14. Geil. Ja, ihr braucht doch 5 Minuten für den Drive. Wir machen den in 5 Sekunden, Freunde. Sehr schön. Jetzt haben sie natürlich wieder den Ball zu Beginn des vierten Quarters. Wir haben praktisch gar nicht den Ball. Momentum liegt immer noch bei ihnen. Es ist nur lächerlich. Wenn sie jetzt den Drive ein bisschen aufbauen, haben sie sofort wieder den zweiten Perk. Das ist so lächerlich. Ist okay. Ja, das Spiel will, dass wir verlieren. Ist ja klar. Sie wollen, dass wir verlieren. Schaut es euch an. Aber wir probieren alles. Ja, wir haben 50 Passing Yards mehr. Wir haben 45 Rushing Yards mehr. Aber Momentum ist bei ihnen. Sie haben keine Statistik, wo sie vorne sind. Ja, sie hatten keine Interception. Toll. Momentum immer noch bei ihnen. Wir stoppen hier den Drive, aber Momentum bleibt bei ihnen. Ist logisch. Es ist so lächerlich. 4. und 2. Das ist so lächerlich. Dann läuft er los, der Carson Wentz, und keiner ist da. Aber immerhin, 4. und 2.
Ah, wieder ein Punt, der... Ja, okay, okay. Er bounced gut für uns. Das ist okay. Ich dachte halt wieder, der geht an so die 2-Yard-Linie. Das wäre so typisch gewesen. So, jetzt sind wir mal... Momentum, endlich. Freunde, endlich. Ganz ein Ticken bei uns. Geht doch. Derrick Henry geht halt wenig, muss man echt sagen. Bisschen enttäuschend. Ja, wahrscheinlich stoppen sie uns direkt, oder? Das Spiel kann ja nicht zulassen, dass wir jetzt mal in Führung gehen könnten. Nee, natürlich nicht, oder? Das ist, boah, es ist bitter. Nate Davis, ja. Dritter und 16 ist nicht gut. Ja, ich versuche auf Gesicki zu gehen, schätze ich mal. Sehr schön. Come on. Mindestens ein Field Goal mitnehmen, Freunde. Das muss jetzt hier das Ziel sein. Der eine Safety gefällt mir nicht. Ja, dann probieren wir mal den Pass. Re-Injury Risk. Substitute natürlich. Ja, ist nicht geil, aber ja, müssen wir machen. Gerade in der O-Line will ich jetzt nichts krass riskieren. Mal schauen, ob wir vielleicht hier mit Cam Newton laufen können. Der läuft nicht los! Der läuft nicht los! Der läuft null los. Momentum jetzt ist voll wieder bei ihm. Als wir sie zweimal gestoppt hatten und dritter war nichts, aber bei ihm sofort. So doof. So doof alles hier. Ja, das ist ein schöner Catch. Also Pass und schöner Catch auch. So, come on. Ja, wir müssen weiter Zeit von der Uhr nehmen, weil dann könnte uns ein Field Goal hier reichen. Gleich kommt das 2-Minute Warning. Hätte ich natürlich abwarten können, theoretisch, aber nee. Den Spielzug nehmen wir noch mit. 2-9, ey, Derrick Henry, es gibt so wenig, das ist so schade. Ab und an geht was, aber... Ich probiere es weiterhin, weil wir sind schon fast... Ja, von da kannst du ein Field Goal auf alle Fälle machen. Ja, ja, jetzt sind wir schön in Field Goal Range. Ich versuche jetzt aber einen Pass. Gesicki mal suchen. Es ist eine Interception. Ich werfe ihn tief, damit er nicht intercepted wird. Und also mit L2 werfe ich. Ja, der ist natürlich auch nicht tief. Toll. Toll. Jetzt haben sie 1 Minute 23, 3 Timeouts und können hier easy gewinnen noch mit einem Field Goal. Ja, jetzt machen sie No-Huddle Offense natürlich. So lächerlich. Das ist so lächerlich. Ja, Momentum ist komplett bei ihnen. Komm. Also ich würde am liebsten aufgeben. Es ist einfach nur lächerlich. Macht mir keinen Spaß, so ehrlich gesagt. Ja. Es ist so lächerlich. Carson Wentz. Also ob er irgendwie Aaron Rodgers wäre oder was. Natürlich. Natürlich, Carson Wentz. Wer kennt ihn nicht? Den Aaron Rodgers, der Washington Commanders. Hat EA natürlich kein Football geschaut die letzten 16 Jahre. Kein Football. Es ist okay. Ja, warum sollte man auch Football schauen? Vielleicht mal schauen, wie ein Quarterback ist. Ja, nee, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Es wäre zu viel verlangt, wenn die hier ein Footballspiel schauen würden und schauen würden, wie ein Wentz spielt. So, ja. Aber Big Plays kann er, keine Frage. Das ist eine seiner wenigen Stärken. Auch in der Theorie hat er zwar überhaupt nicht gespielt gegen die Colts. Offense natürlich eine Strafe. Es ist klar, natürlich. Es ist doch klar. Es ist, warum auch nicht? Warum auch nicht, Freunde? Ja, wir müssen das erste Timeout nehmen. Es ist doch so lächerlich. Ja, Coach Suggestion ist ein Lauf mit Derrick Henry. Das ist mein Humor. Mit Derrick Henry. Ein Lauf bei 46 Sekunden. Touchdown hinten. Das ist mein Humor, Freunde. Das ist mein Humor. Ach, Madden. Ach, Madden. Was soll das? Das ist doch eine Verarsche. Wenn jetzt neue Leute da drin sind, denken sie, ja, okay, mach ich mal das, was der Coach hier vorschlägt. Das macht doch Sinn. Ja, super Sinn, macht super Sinn. Es ist so lächerlich. Sorry, aber das ist doch nur, das ist doch eine Verarsche. Das ist doch eine Verarsche am Kunden, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, Momentum ist so unfassbar bei ihnen, das ist so lächerlich. Wir brauchen 3 Drives, damit irgendwie das Momentum wieder ein bisschen zu uns kommt und sie machen damit einen Drive. Ich kann kaum passen, ihr seht, es wackelt auch der Controller und alles. Ja, ich probier's. Es geht nix, Freunde. Gesicki, ich versuche einen First Down zu holen. Ja, ist jetzt letztes Play unter Umständen. Ja, Interception. Ist eine Interception. Ja, ist okay. Ist okay. Ist nur lächerlich. Es ist nur lächerlich, Freunde. Es ist nur lächerlich, dieses Spiel. Natürlich verlieren wir. Es ist so lächerlich. Ja, wir nehmen natürlich kein Timeout mehr. Das macht keinen Sinn, aber... ja. Was soll ich sagen, Freunde? Also, ich find's lächerlich. Ich sag's mal so. Ich find's lächerlich. Wir haben 50 Yards mehr mit Cam Newton. Er hat einen 86% Completion Rate. Natürlich. 3 Touchdowns. Der Carsten. Natürlich. Carsten. Natürlich. So lächerlich. Wir haben 50 Yards mehr auch läuferisch. Das Momentum ist das gesamte Spiel über nur bei Washington. Das gesamte Spiel über. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich dazu groß sagen soll. Ist okay, wir verlieren das Spiel. Ist halt so. Ist mir relativ ehrlich gesagt, aber es ist einfach lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Jetzt stehen wir 2-3 und ja, wir können nur hoffen, dass möglichst schnell... dass möglichst schnell Kyler Murray zurückkommt. Dann wird es sicherlich auch einfacher, das ist klar, aber das ist einfach lächerlich, wenn ich so ein Spiel verliere, wo ich ganz klar das bessere Team bin, wo ich ganz klar besser spiele. Jetzt stehen die Washington Commanders auf 4-1. Es ist lächerlich. Es ist fast nicht zu überbieten an der Lächerlichkeit, aber es ist okay, es ist okay. Ich will mich nicht zu fest aufregen. Wir gehen auf Advanced Week. Und dann kann Bernie da weitermachen und ja. Ja. Ich hoffe, bei ihm läuft es ein bisschen besser als bei uns. 2-3 ist lächerlich. Ja. Was soll ich sagen? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.